Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln. Was vielleicht Westfalen werden könnte oder dann am Ende noch Deutschland. Aber wir sind momentan ein bisschen zurückgeschlagen worden in dem Sinne. Haben hier einen starken Nachbarn wieder aufgebaut, die Münsteraner. Ja. Die haben uns jetzt ein bisschen hier alle kaputt gemacht, in Anführungsstrichen. Ne? Wir müssen gucken, dass wir da jetzt vorankommen. Was kommt da? Militärgang. Ihr könnt euch doch gerne woanders lang den Weg suchen. Ne? Wolltet uns hier angreifen und so. Und jetzt wollt ihr hier durch unser Land. Ja, wir haben jetzt Münster und Nassau abgeben müssen. Ja, Osnabrück wäre auch noch schön. Hatten wir nicht, ne? Osnabrück hatten wir nicht. Ne, ich glaube nicht. Aber wir müssen gucken, dass wir da wieder hinkommen, wo wir waren. Wie schaut denn das hier aus? Wenn wir da den Krieg erklären, wer sitzt dahinter? Oh, Österreich sitzt da auch hinter. Gut, dann wird das nix. Da können wir erstmal einen Anführer wieder setzen. Der Rudolf Barton. Ja, und dann müssen wir gucken, ob wir weitere Soldaten ausheben können. Nein, da fehlt uns noch ein bisschen Geld für. Prestige ist total gesunken. Basiswert plus 5%, Verfall 1,11. Das Wache in Köln. Die Münsteraner, die wollen da sich groß tun jetzt. Da müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Ne? Unruhen gibt es bald auch wieder. Ah, die müssen wir im Keim ersticken. Ne? Oh, das ist noch bei 0%. Das lassen wir erst noch. Hingabe. Ne, ich nehme Prestige, müssen wir da raus. Wir sind im Minusbereich. Da verlieren wir dann Stabilität. Ist halt so. Örtlicher Adliger. Thronfolger. Stabilität haben wir da verloren. Nachfolge ist gesichert. Wie sieht denn die Nachfolge aus? 1, 2, 1 haben wir und der danach. Oh, der danach ist ein richtig guter. Ja, müssen wir schauen, dass das wird. Jetzt sind wir gerade in der Pause. Ja, können wir wieder rausnehmen. Die können wir vereinen. Und wenn wir können, dann da weiter. Gucken wir gerade einmal durch. Das haben wir schon gesehen. Das ist jetzt Nassau, da können wir nichts machen. Bilanz ist 7,75, das ist gut. Das ist jemand, den wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier weiterkommen. Können wir noch nichts freischalten, ne? Ich speichere gerade ab. Da müssen wir erst auf Level. Ihr habt Stufe 5 erreicht und benötigt die Stufe 7 im Bereich administrative Technologien. Okay. Da. Das heißt, wir müssen schnell hier weiterkommen. Gut, die deutsche Nation baut Westfalen aus. Ja, als 10, das dauert noch eine Weile. Hauptstadt Köln ist in der Region, Westfälische Region und Kernprovinz Altmark brauchen wir dann noch. Gehen wir weiter durch. Die können wir steigern. Machen wir auch. 2 ist besser wie 1, ne? Die Maßnahmen brauchen wir noch nicht ergreifen. Kirche ist jetzt nicht so wichtig. Truppen sind 2 von 15 da. Hatten wir hier noch? Nein, wir hatten kein Geld eben. Machen wir jetzt mal gerade die Pferdchen. Ravensburg. Okay. Haben wir schon geeint. Gut. Der Befehlshaber ist gestorben. Barton ist tot. Das bedeutet, wir können da einen neuen rekrutieren. Ja. Ja. Das
war das? Fernkampf und Manöver. Ist jetzt auch nicht so der, den wir bräuchten, ne? Okay, aber ist halt so. Da oben wird richtig gekämpft. Wie sieht es denn mit dem Bündnis aus? Das ist noch anstehen. Einflussaktion hier 44 ist jetzt auch nicht so. Wir können die Beziehung ja mal verbessern, noch, ne, bevor da was passiert. Der läuft dahin. Hessen sind hier von Rebellen besetzt. Ja, und dann... Die Pfalz hat sich hier unten breit gemacht. Trier ist gar nicht mehr auf der Karte. Sieht so aus. Was passiert da? Aber wir können was bauen. Aber eigentlich wollen wir jetzt gerade nichts bauen, ne? Weil wir wollten zusehen, dass wir... Warte mal. Ach so, wir gucken mal gerade, ob wir hier... Wo haben wir denn Anspruch drauf? Aha. Stade, Mainz, Hessen und Meppen. Stade ist da. Nee, das ist Stade. Wer ist denn das hier? Gehört der Hanse, okay. Stade, Mainz ist da. Hessen, Meppen, Münster, haben wir keinen Anspruch drauf. Anspruch fungieren. Oder war das dabei und wir haben es nur übersehen? Nein, war nicht. Ja, okay, dann geht das gerade wohl nicht. Wie sieht es denn mit den Hessen aus? Könnte man da ganz ruhig... Ne, kann man auch nicht so wirklich, ne? Darlehen zurückzahlen. Wie viel haben wir denn an Darlehen noch? Vierer, okay. Könnten sogar noch eins zurückzahlen. Machen wir auch. Und da würde auch noch was gehen. Auch damit weg. Dann haben wir noch zwei größere. Kriegen wir auch zusammen, ne? Die können wir einen. Und jetzt können wir wahrscheinlich doch, wir können noch nachholen. Okay, machen wir noch eine Truppe. Was machen die Braunschweiger Rebellen? Die bleiben ruhig bei 0. Alles gut also. Hier müssten wir mal, ne, da nicht einen davor. Hier müssten wir weiter vorankommen, ne? Prestige wollen wir nicht verlieren. Dann machen wir das mit der militärischen Macht. Ja, wir haben schon 9, ne? Wir haben hier gleich 4. Und weiter geht's. Ich glaube, da nehmen wir noch ein Pferdchen bei. Ja, dann haben wir 5. Ist auch nicht viel, ne? Na, so, hat mal geguckt, was ist denn hier mit unseren südlichen Nachbarn? Österreich ist da auch mit dem Boot, also funktioniert das auch wieder nicht. Nassau war auch so, da war es auch so. Sachsen konnte man ohne Österreich auch nicht erklären. Wie sieht's da aus? Da geht's. Lüttich und Frankfurt. Lüttich wäre hier, ne? Ja. Oh, was ist jetzt hier passiert? Burgund ist groß geworden, ne? Die haben Brabant oder wer das auch immer war mit aufgenommen. Das ist schlecht. Wie sieht es hier aus? Da wären auch die Österreicher wieder dabei. Da auch. Ja. Was machen wir mit Gelderer? Immer. Ne, da sind die. Doch, sind sie auch an dritter Stelle. Okay. Ist ja fast nicht möglich, jetzt hier sich zu vergrößern in dem Sinne, ne?
Oh, die haben Angriff und haben uns gar nicht gerufen, ne? Okay. Können wir auch nicht hinlaufen. Achso, die sind schon wieder da. Ja, dann machen wir da mal weiter. 27. Die sind mit 10 da, die werden uns irgendwann angreifen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Was ist hier jetzt? Ja, es gibt keine. Benedigt wurde der Krieg erklärt, okay. Gut, Verein. Und auf jeden Fall müssen wir weiter aufrüsten. Das hat ja anders keinen Sinn. Und jetzt fällt schon schwierig, weil wir keine Männer dazu kriegen, ne? Ja, Prestige ist nur noch 4. 86 haben wir Hingabe. Was geht hier? Oh, die sind, glaube ich, zurückgeschlagen worden oder so. Hm. Ja, die haben auch nur 6 Einheiten, die Sachsen. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch was wäre, ne? Sieben Einheiten. Und, ja, jetzt müssen wir hier warten, bis die Truppen kommen, ne? Warum marschieren die weg? Kann man die Hessen gerade angreifen? Da können wir noch Würzburg in Anspruch fungieren, okay. Ist jetzt nicht so das. Aachen wäre direkt neben uns mit 8 Truppen, okay. Anhalt wäre mit 6 Truppen da und Österreich dann. Österreich wäre jetzt das Problem. Brandenburg wird auch nicht mitmachen. Hm. Truppenstärke 700. So, 844, das waren dann 144, das heißt, 2 Runden brauchen wir noch, um das mal wieder eine Armee ausheben können. Momentan gefällt es mir nicht, dass die da stehen, weil die direkt neben denen stehen. Wenn wir angreifen, sind wir sofort kaputt, ne? Das wollen wir dann doch nicht unbedingt, oder? 993, 7 Mann fehlen tatsächlich. So, da können wir wieder eine Einheit ausheben. Machen wir auch. Obwohl die besser in Braunschweig in meinen Augen stehen, ne? Kriegen wir schon. Anhalt. Kann man da denn schon mal so Geheimdienstaktionen machen, oder? Machen wir mal. Die Altmark können wir auch machen, wenn wir die nicht schon. Ja, müssen wir dann gucken. Zurzeit geht's nicht, ne? Ja, da haben wir 118. Brauchen wir keine Beziehung mehr verbessern. Können wir stoppen. Die Einheit schicken wir dahin. Geht schon ein neuer? Nein. 741 Leute. Aufrüsten. Vereinen. Wer ist denn mit denen dann im Boot? Brandenburg nicht. Hessen wird es nicht machen. Österreich und die Pfalz. Das wären jetzt nicht so die tollen Nachbarn. Und was wäre mit der Altmark? Ah, da sind mehr. Würzburg, Mecklenburg, Böhmen. Gibt's Würzburg überhaupt noch? Geld erhalten oder Stabilität? Stabilität haben wir 2. Geld sind es 34. Dann nehme ich die Stabilität. Ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Gut.
Ja, irgendwie wird da gleich ein Darlehen fällig, ne? Das wollen wir doch mal, da müssen wir richtig Geld haben. Aber da brauchen wir auch was noch. Ich glaube, das wäre jetzt noch ein Pferd. Das war teurer, aber ist so. Geld. Darlehen. 126. 15, 18. Also in 2 Jahren. Mal gucken. 9 haben wir dann, die haben 10. Wie sieht es hier aus eigentlich? Habe ich da reingeguckt, was noch wollte? Ich glaube nicht, ne? Ja, ist das gleiche in grün. Die Hanse. Überall sind die Österreicher dann drin, ne? Überall will der Kaiser mitmischen. So. Die dahin. Ein paar Leute fehlen noch dafür. Passt. Da sind Rebellen. Die Hessen werden von den Rebellen angegriffen. Österreich, Anhalt und Aachen. Brandenburg wird nicht mitmachen, ne? Die Rebellen sind da jetzt gleich richtig zugange, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da was machen können. Dann machen wir mal Geheimdienstaktion und Anspruch fingieren, machen wir ruhig auf Würzburg. Okay. Dann marschieren wir da weiter. Und dann noch eine Truppe hinterher. Dann haben wir schon mal 10. Mal gucken, ne? Gegen diese Anhalter zum Beispiel wird es erreichen. Die Pfalz und Hessen und nur die Pfalz wäre dabei. Aber die Pfalz ist hier unten. Müsste mal gucken, was man da machen kann, ne? Sofort überrennen müsste man die. So, da verbinden. Wunderbar. Wie wäre das denn hier mit den Dingens, den Brandenburgern? Die wären nicht mit im Boot. Wir müssten alleine kämpfen. Und dann noch gegen die Pfalz. Okay. So, jetzt müssen wir noch ein paar Taler sparen. Dann können wir noch einen Kredit abbezahlen. Einen etwas größeren, ne? Die Hessen sind natürlich hier gleich geschlagen, ne? Brandenburg auch nicht mitmachen, ne? So. Können wir machen. Werkstatt. Machen wir auch. Schiffswerft geht auch. Geht auch. Eine Werkstatt bauen. Aber das Würzburg. Gut. Da geht noch was. Okay, die Hessen haben was gemerkt. Nein, wir wollen erst den Kredit abbauen. Hundertneunundzwanzig war das irgendwie, ne? Ja, da ist vorbei mit Hessen. Ja, da stehen jetzt die Provence greift da an. Und das stützt die Hessen irgendwie. So, jetzt wird's mit dem Geld knapp. Oder nicht knapp, sondern mit dem Geld wird es gleich so weit sein, dass wir da was machen können.
123, 126, aber der verläuft länger wieder 139. Da warten wir das doch ab, oder? Ja, mach mal. Können ja mal gerade ein bisschen an der Uhr drehen, oder? So. Hermann Piepenbrock ist gestorben. Zurückzahlen? Ja. So, jetzt haben wir noch einen mit 126. Und hier? Machen wir gerade eine Pause hier rein, das ist jetzt zu viel. Frankfurt können wir einen Krieg erklären jetzt. Stade ist abgelaufen. Meppen ist abgelaufen. Münster und Verden auch. Wer ist das? Mainz. Mecklenburg. Münster. Pfalz. Württemberg. Verden. Gelre. Und Lüttich. Gut. Hier können wir jetzt was machen. Köln bekommt die nationale Steuermodifikator plus 2, Missionsstärke 0,5. Ja, zack. Machen wir, ne? Rivalen unseres Rivalen, ne? Das schaffen wir sowieso hier nicht, die 100%, ne? Hier, guck mal, Minus. Wir können ja mal die Beziehung nochmal verbessern. Aber das geht sowieso nicht, das wissen wir. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir das alles geschafft. Jetzt müssen wir gerade nochmal die Pause rausnehmen. Wahrscheinlich gibt es gleich eine Kriegserklärung. Die liefen schon darüber, ne? Geheimdienstaktion. Anspruch fungieren. Mappen. Okay. Stopp sie. Verlieren wir Stabilität. Und hier Handelseffizienz minus 10. Ich glaube, wir nehmen das. Jetzt müssen wir wieder einen Kredit aufnehmen dafür, aber ist egal. So viel? Warum haben wir gleich 126 aufgenommen? Naja, ist halt so. Ja, machen wir einen. Und das Geld gucken wir uns nochmal an, kreditmäßig. Ja, 126 ist es dann. Und danach wieder 126. Ja, ist so. Gut. Wer ist denn das? Burgund, okay. Die Truppe schicken wir dahin. Die vereinen wir. Jetzt müssen wir gleich mal genau gucken, was Münster da veranstaltet. Ich glaube, doch, die sind nur rübergegangen an die Grenze. Diplomatie. Okay, da kommt was rein. Achso, wir sind voll ausgelastet, deswegen können wir jetzt auch gerade nichts gucken. Pommern hätte gerne Militärzugang. Ja, machen wir. Kann ja nicht schlecht sein, wahrscheinlich greifen die hier oder da an, ne? Gut. Die Hessen. Wie ist denn mit den Hessen? Kann man gerade nicht sehen. Ja. Anspruch da. Das. Stoppen wir mal. Und dann gucken wir nochmal nach Hessen rein. Anhalt und Aachen. Brandenburg wäre nicht dabei. Wer kommt da? Militärzugang. Immer. Aachen kann sofort durchmarschieren. Einfach aus dem Grunde. Weil dann könnten wir das vielleicht hier hinkriegen, dass wir hier
weiter vorkämen, ne? Oh. Die Pfalz hat uns den Krieg erklärt. Hier, 13 Truppen. Eroberung als Kriegskunst. Grund. Kriegssteuern erheben wir. Ja, da den lassen wir. Wir haben 11, die haben 13 Einheiten. Dann würde ich sagen, fangen wir hier nochmal an. Mit zwei Truppen. Ne, die machen wir da wieder weg. Die machen wir in Paderborn. Und dann haben wir auch 13. Vielleicht noch einen mehr irgendwo machen. Aber jetzt ist Geld gerade alle dann. Ne, Truppen sind alle. Geld ist schon noch da. Gut, aber das würde ich sagen, verlegen wir dann in die nächste Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.